Ich sag einfach schon mal Hallöchen, auch auf YouTube. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das Ganze auf YouTube auch noch spielen werden. Das Spiel Don't Scream. Für die, die merken, dass hier gerade der Bildschirm immer so komisch rot flackert, das ist normal. Also, wofür, oder was, wie funktioniert das Spiel? Das Spiel basiert darauf, dass wir 18 Minuten lang überleben müssen, ohne zu schreien. Und ich werde gleich im Spiel auch etwas leiser reden, weil ihr seht schon, so wenn ich normal rede, dann schlägt das Mikrofon aus. Das heißt, das ist definitiv zu laut und wir wären sofort tot. Ich habe keine Ahnung, was kommen wird. Ich vermute, das Spiel wird irgendwelche Trigger bereithalten, was uns zum Schreien bringen soll. Oder zumindest zum lauter werden. Und das Ganze ist in einem 4:3 Format, deswegen ist das Bild ja auch so ganz komisch vom Format her. Und wir sehen das Ganze durch eine Camcorder-Perspektive. Das soll wohl im Jahre 1993 spielen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ran. Und ich werde ein kleines bisschen leiser reden. Ich hoffe mal, man versteht mich noch. Ja, wie ist das, lieber Chat? Versteht man mich so noch, wenn ich auf diese Art und Weise mit euch rede? Oder bin ich zu leise? Ich kann leider die Microphone Calibration nicht weiter runterstellen. Die ist schon auf 1%. Wenn ich die noch weiter runterstelle, dann schlägt es halt gar nicht mehr aus. Alles gut, okay. Wir gehen rein ins Spiel. Wenn irgendwas nicht passen sollte, dann einfach schreien im Chat. Willkommen bei Don't Scream. Das Ganze basiert übrigens auf der Unreal Engine 5, also auf der neuesten Engine. Und wir haben halt keine Musik oder so in-game, ne? Wunderschönen guten Abend doch, lieber Schromm, Hallöchen. Was haben wir hier? Der Person helfen? Kann ich das Messer nicht rausziehen? Kann ich irgendwas an dem Rucksack oder so machen? Auch nicht. Ich muss mich leider zum Räuspern etwas wegdrehen, weil das sonst zu laut ist. Nimm das Messer mit, würde ich gerne. Würde ich gerne, aber ich kann es nicht. Ich kann damit nicht interagieren. Wir haben den 31. Oktober 1993. Übrigens auch interessant, die Zeit, ihr seht sie hier quasi direkt neben mir, die geht nur dann weiter, wenn wir uns aktiv im Spiel bewegen. Bewegen wir uns nicht, ne, so wie jetzt, geht die Zeit auch nicht weiter. Also aussitzen ist nicht. Kannst den Speer schnitzen. Ich glaube nicht, dass das hier ein Survival-Spiel sein soll. Ich denke mal, das basiert einfach darauf, dass wir 18 Minuten lang hier durch diesen Wald schlawenzeln müssen und überleben. Und ich habe gerade, liebe Freunde, extrem krasse Blair Witch Project Vibes. Es ist auch normal, dass die Grafik hier so ein bisschen flimmerig und sowas ist, ne? Also, ist halt wie so ein alter Camcorder von 1993. So, und was haben wir hier? Ist das ein Stück von einem Flugzeug oder sowas? Also hier sind ganz offensichtlich irgendwelche Flugzeugsitze. Jetzt habe ich gerade Forest Vibes. Ich habe gerade verstanden, ich habe extreme Blähungen. Die habe ich auch. Manchmal. Ah, guck mal, da hinten ist das Flugzeug. Läuft jemand? Ja. Nein, bewegt sich auf jeden Fall was. Oh ne, da hängt etwas. Und da flimmert auch etwas. Ist das... Das ist ein Getränkeautomat. Hat ja auch gesagt... Sicher.
kann aber mit keinen Sachen hier interagieren. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Hallo? Sind wir jetzt bei Silent Hill? You screamed. Ernsthaft? Ich war doch jetzt, ganz ehrlich, ich war doch nicht laut. Ich war doch nicht laut, Spiel. Oh. Ah, oh Mann, ey. Gibt's keinen Sound in-game? Nee, aber nee, du bist ja irgendwo im Wald mit einem Camcorder. Da hast du ja auch nicht Musik, die um dich rumschallt, ne? Das ist ja, es hat ausgeschlagen. Ja, das ist, okay. Naja, macht nix. 3 Minuten war jetzt nicht so dramatisch. Für die erste Runde, glaube ich, ganz okay. Waldgeräusche, genau, gibt's. Okay, jetzt muss ich wieder leiser reden. Okay, wir fangen immer an derselben Stelle an. Wir gehen einfach mal woanders hin. Aber was war das jetzt gerade? Waldboden spawnt nach. Das reagiert auf deine Geräusche. Jetzt verstehe ich das Gefühl. Ja, wenn ich zu laut bin, dann haben wir verloren. Dann passiert das, was wir gerade hatten. Nämlich, dann sind wir Game Over. Deswegen muss ich flüstern. Eigentlich ist das Spiel wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass man einfach gar nicht redet. Und einfach komplett ruhig ist. Aber das kann ich als Streamer natürlich nicht sein. Wenn ich jetzt 18 Minuten lang mit euch hier schweigen würde, nee, dann würde ich ja durchdrehen. Ich möchte aber nochmal zum Flugzeug hin, weil ich weiß jetzt nicht, ob dieses Event, was wir da gerade hatten, getriggert wurde, weil wir beim Flugzeug waren oder weil eine gewisse Zeitspanne abgelaufen ist. Was? Da war ein Wegweiser? Das Game habe ich auf TikTok gesehen, habe mich so eingeschissen. Ja, geil. Das sind ja hervorragende Voraussetzungen. Waren die ein Wegweiser? So, Hallöchen Zane, und schönen guten Abend. Vielleicht kann der Chat das bei eben kurz erklären, dann muss ich das nicht immer doppelt und dreifach sagen. Okay, wir gucken nach dem Wegweiser, wenn wir wieder tot sind. Sam Dam, was? Sam Dam Fan? Was? Hä? Wer ist Sam Dam? Die Zeit läuft rückwärts. Wir werden immer jünger. Das ist wie bei Ben Auer. Die Sirene hat es vielleicht doch ausgeschlagen vorhin. Na, das glaube ich eigentlich nicht, weil das Spiel captured ja mein Mikrofon ab. Sind wir wieder hier? Okay. Ne, das Flugzeug hat es nicht getriggert. Ich glaube, es müsste jetzt gleich wieder dunkel werden. Wahrscheinlich so bei 15 Minuten ungefähr. Ja, jetzt wieder. Ich weiß immer noch nicht, was Sam Dam ist. Ich werde sterben bei dem Spiel, ich sag's dir vom Zusehen. Das ist aber ein Sandama, kein Sandan. Sandan ist nur ganz klein, rechts unten drauf. Zu flimmern. Spiel.
sag's euch, da wird irgendwann noch irgendwas aus dem Busch springen. Ich möchte gar nicht hinschauen. Auch nicht. Aber es ist schlecht, wenn ich das nicht mache. Kommen aus dem Flugzeug, ist wahrscheinlich irgendwie noch. Weil? Mal ganz kurz. Before playing, don't scream. Das wollte ich gar nicht. Ich muss mal eben ein bisschen wegen der Qualität gucken. Ich glaube, so ist ein bisschen besser. So läuft es ein bisschen flüssiger für euch. Ich habe es gerade ja schon gesagt, das Spiel ist auf Unreal Engine 5. Zieht natürlich extrem Kapazitäten, dadurch, dass das Ganze nicht auf Fullscreen ist oder Vollbild, sondern in so einem Fenstermodus, ist das natürlich auch nochmal ungeil für die Grafikkarte. Tomatensuppe verschüttet worden. Ich bin klug, ich folge der Blutspur in einem Horrorspiel. Das Schlimme, ich muss den Stream so laut drehen, um dich zu hören, in dem Moment, in dem hier laut Überraschung kommen, bin ich tot. Es tut mir leid, ich würde ja gerne... Oh, guck mal, da hängt einer. Da spielt Hanging Man. Ich kann ja nicht lauter reden, weil ansonsten bin ich tot. Ich muss flüstern. Es geht leider nicht anders. Oh, hier hängen überall welche. Guck mal, die hat Brüste. Gänge zu laufen. Brüchte. Die haben alle Brüchte. Hat wohl jemand was gegen Frauen? Wenn ich das bereuen, was ich hier tue. Ich nehme mal ein Pfund Gehacktes. Ich versuche rückwärts reinzugehen. Kann ich gar nicht. Okay, never mind.
wieder raus. Angebote sind leider schon ausverkauft. Aber mich interessiert trotzdem, was das für ein Geräusch war. Flackert noch was? So ein bisschen das Gefühl, wie als wir Seven Days spielen. Ich möchte die Mülltonne hier looten. Wir haben die Hälfte der Zeit fast geschafft, Freunde. Aber ich habe das Gefühl, es wird nur noch schlimmer als besser. Ich glaube, die ersten 9 Minuten sind die leichteren gewesen. Wo ich ganz froh drum bin, dass wir hier nicht wie bei Slenderman irgendwelche Zettel sammeln müssen. Sondern wirklich so ein bisschen Walking Simulator spielen gerade. Gesehen? Gestalt? Ist aber auch verdammt dunkel hier. Kazi. Okay, ich glaube, diesem Geräusch können wir nicht auf den Grund gehen. Sind wir umgelaufen? Hinten rein kommen wir nicht. Gehen wir weiter. Wir bleiben doch hier. Was ist los? Es wird immer dunkler. Videokamera, lass mich nicht hängen. Aber was war das gerade? Was war das gerade für eine Gestalt? Finden, was das ist. Kommt mir das nur so vor, da wird das aber dunkler. Ich sehe kaum noch etwas. Also wenn dieser komische Automat hier nicht blinken würde, ich würde ins Schwarze gucken gerade. Mal Freunde, war da nicht vorher noch Licht drin an? Vielleicht eine. Ja, das klingt so, als wenn es noch andere wären. Nicht mehr rein, vergiss es. Ich fühle mich draußen sicherer als drin.
da hinten mal diese komische Gestalt, dann gehen wir wieder hier raus. Schreiende Menschen jagen mir jetzt noch nicht so Angst ein. Wenn nicht gleichzeitig irgendwas auf mich zugerannt kommt, ist alles gut. Was musst du da eigentlich machen? Überleben. Überleben, bis die Zeit abgelaufen ist. Was ist das, der Pfeil? Das ist der Pfeil. Wie eine Motte, ich fühle mich vom Licht angezogen. Das ist schon scary genug, was hier passiert. Diese Vögel, die aus dem Boot kommen. War das geil? Ein Haufen fetter Spinnen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ah, oh, da war ich ein bisschen zu laut. Ah, oh Mann, ey. Ich wusste die ganze Zeit, da wird mir doch irgendwas gleich ins Gesicht geschmissen. Ich hab da so mit gerechnet. Boah. Ich bin noch nicht geschockt. Also, um eins mal klarzustellen, wenn man so etwas, wenn man zuguckt, ist das auch noch lange nicht so schlimm, wie wenn man selbst spielt. Okay, wir probieren es nochmal. Oh,
Sorry, bekomme ich nach dem Stream keine Wahnvorstellung. Aber ich möchte mal was ausprobieren, Freunde. Ich möchte ganz gerne nochmal diese Kreatur, die wir vorhin gesehen haben. Geil geklippt. Ja, geil. Diese Kreatur, die wir vorhin gesehen haben, bei dem Markt, wisst ihr? Da würde ich gerne nochmal hingehen. Da würde ich nochmal einen Besuch abstatten. Genau. Am besten in Discord posten, weil Links gehen ja hier nicht. Ihr wisst. Danke, Lila. Guck mal, da oben hängen auch noch ein paar. Mehr Brüchte. Ich frage mich, ob diese Jumpscares die random kommen. Immer so ihre festen Zeiten haben, wo die auftauchen. Aber wir schauen mal. Also, wir wissen ja jetzt wirklich schlimm, wurde es, glaube ich, erst so bei 3 Minuten. Zum Markt. Ich will noch mal gucken. Ich meine, da war es nämlich vorher noch beleuchtet gewesen. Dass hier irgendwas Neues kommt. Ja, genau. Das ist auch so meine Intention gerade. Ich würde gerade nämlich rausfinden, ob die Jumpscares an festen Stellen auftreten. Wie gesagt, auch zu festen Zeiten. Oder die halt wirklich willkürlich sind. Was ich so ein bisschen hoffe, weil dadurch, dass es willkürlich wäre, wenn es so wäre, das Ganze natürlich wesentlich scariger. Es ist ja auch schon vorher dunkel drin gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel als Ganzes wird dunkler im Laufe der Zeit. Jetzt ist es im Spiel allgemein noch heller. Was gibt es denn hier so für Getränke? Ja, Limo, Hora. Wir bewegen uns, geht die Zeit nicht weiter.
mal schauen, ob wir durch die andere Tür kommen. Können wir gerne machen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Wir können ja mit Sachen nicht interagieren und die war ja nur so halt ganz leicht geöffnet. Deswegen glaube ich nicht, dass das funktioniert. Okay. Ich gehe nochmal hin. Im Spiel sehe ich Chia. Oh ja, ich würde es mir ansehen. Naja, bis jetzt ist doch nicht viel anders. Ich habe das Gefühl, die Geräuschkulisse ist diesmal nicht ganz so schlimm. Vielleicht aber auch einfach, weil man so ein bisschen abgestumpft ist jetzt. Ich habe nichts gesagt. Keine Ahnung, wie ich das gerade. Gut, wie ich da gerade überlebt habe. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass das Fieber ins Gesicht springt. Ich hätte gedacht, wenn ich da jetzt hingehe oder so. Ja, okay. Dass sie mich später reanimieren müssten. Okay. Wenn ich gleich irgendwann vom Stuhl kippe, dann lass mich liegen. Ich hatte eine schöne Zeit. So, pass auf, jetzt lass uns mal nach vorne zu dem einen Ausgang gehen, wo wir nämlich diese Kreatur gesehen haben. Ich habe das Gefühl, es wird wieder dunkler. Diese Lampen hier, kann das sein, dass die vielleicht ausgehen? Ich glaube ja, ne? Wie gesagt, Clips gerne alle auf Discord raushauen. Ich würde mich freuen. Dann gucke ich mir die hinterher auch gerne nochmal an. Oder wir gucken uns die nachher im Stream nochmal zusammen an.
einen Schreisound-Alert geben. Etwa so ein Schreisound. So ruhig bleiben kannst. Ach du, RL wäre ich genauso ruhig, kein Thema. Weil ich es gestehen musste. Herzschlagzähler hier laufen lassen. Oh. Weil ich gestehen muss, es ist ein bisschen vorhersehbar. Jedes Mal, wenn du halt irgendeine Kreatur siehst und die dann auf einmal verschwindet, dann kann man davon ausgehen, dass sie dir gleich ins Gesicht springt. Ich glaube, ich gucke, was ab jetzt noch zu dir, dann erschrecke ich mich nicht so sehr. Vögel vom Himmel. Ich hoffe, das klippt nebenbei jemand alles. Ich hoffe es auch. Das wäre geil. Wir gucken uns das nachher nochmal an im Stream. Clips. Dass du es schaffst, hoffe ich. Ich sag ja, so ein bisschen Blair Witch-mäßig. Wir müssen gleich nochmal die Spinnen gucken. Die haben es täuscht. Diese Person, die explodiert. Die Sachen klippen. Leute, im Zweifel könnt ihr auch alle doppelt klippen, das ist auch okay, ne? Ich wirke äußerlich vielleicht ruhig, aber nur weil ich mich hart konzentriere. Ich würde hier so alles zusammen schreien. Da hinten blinkt wieder was. Das
sind ja lame, alles gut. Das habe ich nicht richtig gesehen. Gut. Die Raben sind langweilig. Ja. Also im Verhältnis zu dem, was hier so ist. Weil die Raben sind genug tun. Okay, das Spiel haut mir jetzt wahrscheinlich alles raus. Geschafft. Und jetzt haben wir es gewonnen. Ich bin noch mal leise, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt laut sein darf. Das war jetzt gemein am Ende. Man hat sich schon so sicher gefühlt und dann kommt noch mal was. Ich wette, wenn ich jetzt da geschrien hätte, dann hätte ich verloren.
You survived 46 scares in total. 46 Jumpscares sollen jetzt da gewesen sein. Ich habe nicht mitgezählt. Gefühlt waren es dreimal so viel. You didn't scream for now. Oh. Holy shit. Holy shit. Oh, Himmel im Himmel auf Erden. Gott, ey. Oh, mein Herz. Ah. Also, auf YouTube erstmal, falls ich es hochlade, danke fürs dabei sein. Für all die, die noch leben, wir haben es geschafft. Jetzt halt an uns selbst. Wow.